Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über meine Neuzugänge aus dem Monat Mai sprechen. Wie ihr wisst, war ich Anfang des Monats auch noch in London für ein paar Tage. Mein Lesemonat hat drunter gelitten, aber ja, mein Sub eigentlich auch. Ich habe mir nämlich 3 Bücher aus London mitgebracht und mir vor Ort, weil sie es nicht da hatten, noch 2 weitere Bücher bestellt. Die zeige ich euch aber ganz am Schluss, weil ich euch zumindest von den 3, die ich gekauft habe, schon in meinem London-Talk berichtet habe. Deshalb muss ich da jetzt nicht mehr so groß drauf eingehen, aber die anderen beiden möchte ich euch natürlich noch zeigen. 16 Bücher, es sind nämlich gerade heute Morgen noch 2 Bücher eingezogen. Eigentlich wären es 17 Bücher, aber irgendwie ist das eine Buch, das schon seit Tagen angekündigt ist, dass es geliefert wird, immer noch nicht geliefert. Und ich habe leider Gottes mittlerweile so eine Krawatte, weil jeder es schon liest. Und zwar ist das neue Buch aus dem Hause Carlsen. Wir haben mittlerweile den 31. Das heißt, im Mai wird es nicht mehr ankommen, obwohl es Ende Mai Release hatte. Ich bin da echt ein bisschen angefressen. Aber ja, was willst du tun? Dann nehmen wir es halt in den Juni-Neuzugänge-Stapel mit auf. Aber jetzt machen wir weiter mit dem Mai und ich greife einfach auf meinen Turm, der mich mal wieder überragt, und zeige euch das erste Buch in jedem Atemzug. Nur du. Ich habe mir da auch eine Stelle markiert, direkt zu Beginn, weil ich es nämlich auch schon gelesen habe. Es war das letzte Buch, das ich im Mai beendet habe, aber da ist eine Szene drin, die wollte ich mir nochmal genauer angucken. Meine Meinung werde ich euch wie immer im Lesemonat kundtun. Hier erfahrt ihr heute nur den Klappentext. Mit dem Studienbeginn an der Lullaby University wird für Hazel ein Traum wahr. Nach ihrer Lungentransplantation hat sie sich gezielt dort beworben und nicht nur, weil es eine Top-Uni für ihr Wunschfach Umweltwissenschaften ist. Über den für sie wichtigsten Grund, warum sie an der LBU ist, spricht sie mit niemandem, bis sie Louis kennenlernt. Seine ruhige, verlässliche Art beeindruckt sie so sehr, dass sie sich ihm anvertraut. Louis verspricht, sie zu unterstützen, doch auch er trägt eine Last, von der sie nichts ahnt. Beide kommen sich näher und näher, bis sie eine Entdeckung machen, die sie auseinanderreißt. Ebenfalls im Mai einziehen durfte die Cold Case Academy, das hier ist der Reihenauftakt, ein mörderisches Spiel heißt das Ganze. Und wer Jennifer Lynn Barnes noch nicht kennt, der sollte sich auf jeden Fall mal die Reihe vornehmen, beziehungsweise auch die Inheritance-Reihe. Ich dachte eigentlich zuerst, das wären einfach eine neue Reihe von ihr, aber habe dann festgestellt, dass das ein Remake aus dem Jahre 2014, glaube ich, ist. Also es ist eine Neuauflage. Die ist anscheinend damals nicht so gut angekommen, ich weiß es nicht. Nee, von 2013. Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel The Naturals. Also es wurde einfach ein neues Cover genommen und ein neuer Titel und schon, ja, hat es anscheinend besser funktioniert. Aber um was geht es? Die 17-jährige Cassie kann andere Menschen lesen wie ein Buch. Absolut nichts bleibt ihr verborgen. Als eines Tages ein mysteriöser junger Mann bei ihr auftaucht, behauptet, beim FBI zu sein und sie zu einem Gespräch einlädt, hält sie das zunächst für einen schlechten Scherz. Aber ihre besondere Begabung hat sie zur Anwärterin für einen Platz in der Cold Case Academy gemacht. Und so findet sich Cassie kurz darauf in einem Elite-Ausbildungsprogramm für junge Profiler wieder. Profiler. Unter lauter ähnlich Hochbegabten, wie sie selbst eine ist. Doch dann stoßen sie und ihr Team auf Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit, die sie alle in tödliche Gefahr bringen. Heute Morgen durften dann eben 2 Bücher gleichzeitig einziehen und wer meinen Kanal ein bisschen länger verfolgt, der kann sich vielleicht auch denken, welche Bücher das sind. Da habe ich nämlich in letzter Zeit schon öfter drüber gesprochen, dass die beiden quasi parallel zueinander erscheinen werden, obwohl sie quasi Teil 1 und Teil 2 einer Reihe sind. Und das ist die neue Reihe, oder sagen wir die neue Reihe von Raven Kennedy, die neu übersetzte Reihe. Der KISS Verlag hat sich dem Ganzen angenommen. Der erste Band heißt Die Gefangene, der zweite Band heißt Die Verräterin. Und ja, wie gesagt, Band 1 und 2 einer 5-teiligen Reihe. Beide werden jetzt im Juni, ich glaube am 12. Juni erscheinen. Ich bin halt im
der Kiss Crew und dementsprechend dürfen wir die Bücher immer schon ein bisschen vorher lesen. Und ich bin auch schon ultra gespannt, weil ich so viel Gutes von dieser Reihe höre. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Gold, goldene Böden, goldene Wände, goldene Möbel, goldene Kleider. Im Schloss von hohen Leuten ist alles aus Gold, selbst ich. Ich bin das lebende Symbol der Macht von König Midas. Die Macht, alles in Gold zu verwandeln, was er berührt. Für Außenstehende bin ich nur seine goldene Hure, aber für Midas bin ich mehr. Ich war schon bei ihm, bevor er König wurde. Ich war bei ihm, als wir nur einander hatten. Er hat mir damals versprochen, dass er für meine Sicherheit sorgen würde. Und das hat er getan. Obwohl ich meine Freiheit opfern musste, bin ich sicher. Bis Krieg und Verrat unser goldenes Schloss erreichen. Bis mein Vertrauen in Midas erschüttert wird. Bis ich die Monster kennenlerne, von denen er mich schützen wollte. Das nächste Buch ist tatsächlich mein aktuelles Currently Reading, The Ravenhood Exodus, der zweite Band der The Ravenhood-Reihe. Ich lese es gerade mit Lou. Ich habe mit ihr ja schon den ersten Band gelesen und ich muss sagen, ich bin immer noch zwiegespalten, was die Reihe angeht. Mehr dazu werde ich euch natürlich im Lesemonat erzählen, aber ja, es ist halt einfach eine sehr, sehr merkwürdige Reihe und ich habe auch schon so oft jetzt gehört, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich werde euch jetzt natürlich nicht den Klappentext zu Band 2 vorlesen, sondern den von Band 1, weil es nämlich eine fortlaufende Reihe ist. Der Deal ist simpel. Ein Jahr lang soll die 19-jährige Cecilia zu ihrem entfremdeten Vater nach Triple Falls ziehen und in dessen Fabrik arbeiten. Im Gegenzug erhält sie Zugang zu seinem Vermögen. Angewiesen auf das Geld, um ihrer kranken Mutter zu helfen, willigt Cecilia ein. Nichts ahnend, dass sie als Tochter des Chefs dort nicht den einfachsten Start haben wird. Doch das ändert sich, als sie Sean kennenlernt. Der attraktive Fabrikarbeiter macht sie mit seinen Freunden bekannt, einer Gruppe junger Männer, die alle nach ihren eigenen Regeln leben und dasselbe Rabentattoo tragen. Verwirrt von ihren Gefühlen für Jean, aber auch für dessen geheimnisvollen Kumpel Dominik, ist Cecilia entschlossen, das Jahr zu nutzen, um herauszufinden, was und vor allem, wen sie wirklich will. Dann habe ich letztens beim Einkaufen ein Buch mitgenommen, das bei Rewe in der Krabbelkiste lag. Ich kann es nicht anders nennen, aber ich bin dann vorbeigelaufen und dachte so, den Namen kennst du doch. Und zwar ist das Nina McKays Teenie Voodoo Queen. Da ist wohl jetzt die Buchpreisbindung aufgehoben worden. Es ist nämlich kein Mängelexemplar und ich habe wenig Geld dafür bezahlt. Sagen wir es mal einfach so. Ich glaube, ich habe es für 3,99 bekommen. Es ist nicht so teuer, aber ich habe das Buch tatsächlich schon länger in der Nase gehabt oder damals schon, als ich mit Bookstagram und so angefangen habe. Das ist nämlich schon ein bisschen älter, deshalb ist auch die Buchpreisbindung aufgehoben. Es ist von 2018. Ja, und irgendwann kann man das als Verlag ja machen und dann gibt es so Menschen wie mich, die super, super viel Glück haben und es dann bei Rewe entdecken. Die Sache mit der Voodoo-Hexen-Abendschule hatte sich Dawn wirklich anders vorgestellt. Aber dann bedroht eine Naturkatastrophe ihre Heimatstadt New Orleans und zwingt Dawn, mit den Loas, götterähnlichen Voodoo-Geisterwesen, zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit einem ziemlich attraktiven Ex-Alligator und einem vorübergehend sterblichen Loa stellt sie sich den dunklen Voodoo-Mächten ihrer Stadt, um sie zu retten. Während Dawns Mitschülerinnen sie schwer um die beiden Jungs an ihrer Seite beneiden, zieht Dawn in einen schier aussichtslosen Kampf, in dem sie nicht nur ihr Herz riskiert, sondern auch weit mehr als ihr eigenes Leben. Auf das nächste Buch freue ich mich auch schon unnormal. Ich werde es auch, sobald ich Ravenhood beendet habe, starten. Und zwar ist das die unerhörte Reise der Familie Lawson. Wie unschwer zu erkennen ist, ist das das neue Buch von TJ Klune. Den erkennt man ja einfach an seinen Covern, weil die sich alle so, so ähnlich sehen. Hier steht es auch nochmal, der Autor von Mr. Parnassusheim für magisch Begabte. Er hat einfach seinen eigenen, ich nenne es mal eigenen Coverdesigner. Dementsprechend sind seine Bücher auch auf den ersten Blick immer als seine Bücher zu erkennen. Das finde ich an und für sich sehr, sehr cool. Man hat halt das Problem, dass man, gerade wenn dann erst so ein, zwei Bücher raus sind, erst mal denkt, dass die Bücher zusammengehören und dann erst später feststellt, dass das komplett unterschiedliche Reihen sind. Ja, was ich auch sehr cool finde, das erste heißt halt Mr. Parnassus, Heim für magisch Begabte. Das andere, das ich von ihm gelesen habe, heißt Das unglaubliche Leben des Wallace Bryce. Und das hier, die unerhörte Reise der Familie Lawson. Es sind irgendwie immer Familiennamen oder Rufnamen, also Vornamen im
Titel drin. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, im, lass mich lügen, Oktober, November, kommt auch noch ein neues Buch von ihm raus. Und ich glaube, da ist auch ein Name drin. Das hat auf jeden Fall ein lila Cover und ich fand es schon übelst schön. Und habe es mir direkt auf die Wunschliste gepackt. Ich kann euch aber gerade nicht mehr sagen, wie es heißt. Wenn es mir einfällt, dann, oder wenn ich das Video schneide, werde ich es nochmal recherchieren, dann blende ich es euch hier oben irgendwo ein. Aber um was geht es hier im neuen Buch? Auf einer idyllischen Lichtung tief im Wald lebt die Familie Lawson. Vater Giovanni ist ein Roboter, sein Sohn Victor ein Mensch. Mit ihnen wohnen dort noch ein rabiater Pflegeroboter und ein schüchterner kleiner Staubsauger. Die Lawsons sind zufrieden, sie haben einander und mehr brauchen sie nicht. Doch als Victor dem geheimnisvollen Androiden Tom begegnet, gerät ihr friedliches Leben in Gefahr und sie müssen ihr Zuhause verlassen. Das nächste Buch habe ich schon ganz, ganz lange in der Nase stecken. Ich habe es damals vor Release irgendwann irgendwo entdeckt und dachte, das musst du auf jeden Fall lesen. Und es ist auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, eher unbeabsichtigt. Es ist nämlich Starlight in Your Dreams, Zodiac Love, Band 1. Was heißt aus meiner Komfortzone raus? Ich lese ja wirklich super gerne New Adult und irgendwie ist es da viel, viel seltener, auf eine queere Geschichte zu stoßen. Aber ich freue mich auch, dass es mittlerweile doch öfter vorkommt als noch zu meiner Anfangszeit von BookTube und Co. Das war 2018. Hier auf die Geschichte freue ich mich unnormal, weil es auch um Sternzeichen geht. Und ihr wisst ja, dass ich da so ein bisschen ein Fable für habe. Also nicht, dass ich jetzt total esoterisch und die Horoskop-Tante bin, aber ich glaube tatsächlich, dass manches davon von deinem Charakter, von deinem Sternzeichen abhängig ist oder von dem Moment, in dem du geboren bist. Da glaube ich tatsächlich dran. Und hier geht es eben um Dating und Sternzeichen, was ich auch ganz witzig finde. Felix ist Sternzeichen Fische und liebt Astrologie. Ganz untypisch für sein schüchternes Fischewesen hat er sich getraut, seine Heimat Österreich hinter sich zu lassen und ein Auslandsstudium am University College Cork anzutreten. Alles lässt sich erstaunlich gut an, sogar sein Nebenjob bei einem Herrenausstatter, bis er auf den schroffen Owen trifft. Owen, der am UCC Medizin studiert, hält im Gegensatz zu Felix überhaupt nichts von Astrologie. In einer hitzigen Diskussion kommt es zu einer Wette zwischen ihnen. Owen soll verschiedene Sternzeichen daten und Felix wird voraussagen, wie die Dates laufen. Die Einsätze sind hoch, doch die Wette gilt und sorgt für Herzklopfen, das beide so nicht erwartet hätten. Das nächste Buch steht auch schon ganz lang auf meiner Wunschliste, seit ich Band 1 gelesen habe und die Rezension abgeschickt habe und mir danach gesagt wurde, ja, ich setze dich dann gleich auf die Liste für Band 2. War ich on fire, habe mich auf Tag X gefreut, an dem das Buch rauskommt. Und zwar spreche ich von Der Hexenzirkel ihrer Majestät, Die falsche Schwester, Band 2 dieser Reihe. Da habe ich ja auch schon mal gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es mag, weil das erste so schlicht dunkelblau ist und das hier so grell pink-lila, ob ich das mag, dass die so nebeneinander im Regal stehen. Hätte ich so ein Rainbow Shelfie, wäre das jetzt kein Problem, aber muss mal gucken, wenn ich sie jetzt nebeneinander stelle, ob mir das gefällt. Vor allem steht in meinem Regal der erste Band neben Mr. Parnassus, das ja auch so ein bisschen pink ist. Vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm. Ja, ich weiß, das sind First World Problems, aber es sind halt auch einfach Gedanken, die mir durch den Kopf gehen und die mich dann wahnsinnig machen. Ich bin einfach ein zwanghafter, anstrengender Mensch, was sowas angeht. Aber um was geht es? Hier, natürlich werde ich euch nicht den Klappentext zu Band 2 vorlesen, sondern den zu Band 1, weil es eben auch eine fortlaufende Geschichte ist. Nach einem Bürgerkrieg unter den Hexen versuchen die Freundinnen Nima, Leonie, Helena und Elle in ihr normales Leben zurückzukehren. Doch Niam trauert um ihre große Liebe und hadert mit ihren Gefühlen für den Gemüselieferanten Luke. Leonie kämpft für ihren eigenen Zirkel aus Hexen of Color. Helena muss als Hochpriesterin des Hexenzirkels ihrer Majestät die magische Behörde am Laufen halten und Elle ist mit einem Nicht-Magier verheiratet, der nichts von ihren Kräften ahnt, bis ihre Tochter sich als Hexe entpuppt. Als die Orakel das Ende aller Hexen vorhersagen, gerät ein magisch begabtes Kind in den Fokus der vier Freundinnen. Jetzt müssen die Hexen Entscheidungen treffen, die ihre Freundschaft für immer verändern werden. Im Mai durfte tatsächlich auch nochmal eine Biografie bei mir einziehen und wer es vielleicht
ein bisschen verfolgt hat, war ich in London. Bin ein Riesenfan der Royals. Werde auch hoffentlich irgendwann endlich mit der lieben Nicole das Buch von Prince Harry lesen. Haben wir nämlich immer noch nicht gemacht. Ich glaube, wir schieben es schon seit 3 Monaten vor uns her. Aber es durfte eine weitere Royal-Biografie bei mir einziehen. Und zwar die vom lieben Charles. Unser neuer englischer König. Der 83 Jahre warten musste, um auf den Thron zu kommen. Und es jetzt endlich geschafft hat. Auch wenn er bei der Krönung irgendwie total gestresst ausgesehen hat. Und traurig. Und ich schieb's auf die Nervosität natürlich. Aber ja, glücklich sah irgendwie an oder sieht irgendwie anders aus. Ich denke, ich muss da jetzt nicht so viel von erzählen. Es steht auch hier, es ist die aktuelle oder die erweiterte Ausgabe wahrscheinlich, wo es dann auch nach dem Tod von Queen Elizabeth noch ein paar Zusatzkapitel gegeben hat oder geschrieben wurden. Ich weiß es nicht genau. Ich werde im Lesemonat davon berichten. Ich werde es auch bald lesen. Ich hatte erst überlegt, ob ich zuerst was von Harry lesen möchte, aber ich glaube, ich werde das jetzt erstmal vorziehen. Ich meine, es ist auch ein ganz schöner Schinken. Es hat oh, es ist eine super lange Legende hinten drin. Bildnachweis. Also es ist wirklich viel Recherche und Co. So, 520 Seiten. Das hier da hinten, das ist alles nur Legende. Bildmaterial, Quellen, Anmerkung der Autorin, Register mit Namen, die irgendwo erwähnt werden. Ich werde wahrscheinlich total verwirrt sein, weil ich die ganzen Namen nicht zuordnen kann. Aber ich bin trotzdem gespannt, über Charles mehr zu erfahren, mehr von seiner Geschichte zu erfahren, weil es ja vermutlich noch Dinge gibt, die man als Normalsterblicher so gar nicht weiß. Dann durfte im Mai endlich Dark Sigils 2 hier einziehen. Den ersten Band fand ich ja schon ganz gut, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall fand ich das Ende sehr spannend und dementsprechend habe ich auch dem hier entgegengefiebert. Ich habe es eigentlich starten wollen oder bereits starten wollen, aber da kam dann ja Jennifer Wiley, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, dazwischen. Ich habe gedacht, nee, du hast im Mai so wenig gelesen, schieb jetzt mal noch das dünnere Buch dazwischen, dass du das im Mai noch abgeschlossen hast und dann kannst du im Juni ja Dark Sigils lesen. Und wie immer, ihr wisst es, ich werde euch den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil es eben auch eine fortlaufende Geschichte ist. Früher existierte Magie nur in Träumen. Sie war eine geheimnisvolle Kraft, die Wunder vollbringt. Aber so ist Magie nicht. Das weiß Rain besser als jeder andere. Wahre Magie ist düster und gefährlich und dennoch Rains einzige Chance, in den Abendvierteln Londons zu überleben. Mittels besonderer Artefakte, den Sigils, hat sie gelernt, die blau schimmernde Flüssigkeit zu nutzen und mit ihr zu kämpfen. Doch als die Magie außer Kontrolle gerät, kann Rain nur ein einziger Junge helfen. Er herrscht über die mächtigsten Sigils der Welt und stellt sie vor die Wahl. Entweder die Magie in Rains Adern wird sie töten oder sie bindet ihr Leben an die Dark Sigils für immer. Kommen wir jetzt zu den letzten 5 Büchern. Die ersten 3 habe ich euch in meinem London Talk schon gezeigt. Das war zu einem Harry Potter und der Stein der Weisen in der englischen Neuauflage, diese 25 Jahre Jubiläumsedition. Ich habe es gesehen, ich musste haben. Ich habe leider in dem ersten Laden, in dem wir waren, nur eine Ausgabe gefunden, die total zerfleddert war. Die hatte überall so Knicke und dann habe ich am Flughafen Gott sei Dank noch diese Ausgabe gefunden und habe sie mitgenommen. Und bei Waterstone habe ich einmal Gallant mitgenommen und The Book of Eve. Dazu gibt es auch gar keine deutsche Übersetzung. Ich wollte nämlich gucken, ob ich euch einen deutschen Klappentext vorlesen kann. Aber dem war nicht so und Gallant habe ich mir mitgenommen, weil ich ja auch das Innendesign ganz, ganz toll fand und weil es einfach so eine süße kleine Form hatte und ich hatte ja nur Backpack dabei. Dachte, ach ja, dann passt das sehr gut in meinen Rucksack. Eigentlich hatte ich aber Ausschau gehalten nach einem anderen Buch und das habe ich leider vor Ort nicht bekommen. Beziehungsweise ich hatte Ausschau gehalten nach 2 anderen Büchern und
die gab es halt leider nicht vorrätig und wir hatten auch nicht Zeit, noch zu einem anderen Waterstone zu fahren. Und dementsprechend habe ich sie mir dann vor Ort einfach bestellt und die sind jetzt, ich glaube, 2,5 Wochen später, als ich dann zurück war, angekommen. Und zwar war das zum einen Empire of the Vampire. Ich wollte unbedingt die Waterstone Edition in Gold haben. Auf Deutsch heißt das Buch Das Reich der Vampire von J. Christoph. Aber auch wie im Deutschen gibt es diese wunderschönen Illustrationen darin. Und ich würde euch einfach mal den glatten Text zu Band 1 vorlesen, damit ihr auch wisst, um was es geht. Das hätte ich bei Gallant eigentlich auch machen können. Aber ja, jetzt lese ich euch erstmal den glatten Text zu Empire of the Vampire vor, beziehungsweise Das Reich der Vampire. Vor 27 Jahren ging die Sonne unter und seitdem sind die Armeen der Vampire auf dem Vormarsch. Stück für Stück haben sie ihr ewiges Reich ausgedehnt und den Menschen den Boden streitig gemacht, bis nur noch an wenigen Orten ein unbeschwertes Leben möglich ist. Kleine Inseln des Lichts in einem Meer aus ewiger Finsternis. Als der junge Gabriel de Lyon sein Heimatdorf verlassen muss, führt ihn sein Weg nach Saint-Michel, zum Orden der Silberwächter, einer heiligen Bruderschaft, die das Reich und die Kirche gegen den Ansturm der Bestien verteidigt. Noch ahnt er nicht, dass er zur größten Legende des Ordens werden wird und zur letzten Hoffnung einer sterbenden Welt. Und last but not least habe ich ein Buch bestellt, das ich leider auch nicht vor Ort bekommen habe, aber unbedingt haben wollte. Und zwar ist das das neue Buch von Sam Ewan. Es ist ein bisschen malträtiert angekommen, aber es ist die Original von Sam Ewan unterzeichnete Ausgabe und das macht es wieder etwas wett zu wissen, dass der gute Herr Ewan da sein Servus reingemacht hat. Sind auch wie bei Clanlands. Oh, jetzt habe ich es gerade doch irgendwo gesehen. Da. Bilder mit abgedruckt, was ich richtig schön finde. Ich mag den Typ einfach. Ich finde ihn super sympathisch. Wer Clanlands gelesen hat, weiß, dass er einen ganz, ganz großartigen Humor hat. Und vor allem in Kombination mit Graham McTavish ist das schon sehr, sehr witzig. Clanlands habe ich zwar persönlich nicht hier, ich habe es als E-Book gelesen. Aber wenn ich das richtig weiß, kommt da jetzt die deutsche Ausgabe? Ich habe gestern noch ein bisschen Recherche gemacht für Neuerscheinungen und da habe ich irgendwas von Clanlands gelesen. Ich würde jetzt einfach behaupten, es ist die deutsche Ausgabe, die dann bei Knauer erscheint. Ich werde es nochmal recherchieren. Aber ja, finde ich sehr, sehr spannend, weil das Buch muss man einfach gelesen haben, wenn man sich für Schottland interessiert. Es ist einfach mega, mega witzig. Ihr Lieben, das waren alle Neuzugänge, die im Monat Mai bei mir eingezogen sind. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins der Bücher auch gekauft habt oder vielleicht auch schon gelesen habt. Wie immer packe ich sie euch alle in die Infobox. Da findet ihr den Affiliate-Link zu Thalia und zu Amazon. Das heißt, wenn ihr darüber ein Buch bestellt, kriege ich eine kleine Provision. Davon finanziere ich mein Schreiben. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!